Ja, toll. Muss mir unbedingt noch ein Fahrzeug wegprügeln, ne? Und er baut auch gleich ein neues. Deswegen wollte ich es auch nicht vernichten. Ich wollte erstmal nur an seine Tankwagen, dass die wegkommen. Also die Dinger haben eine sehr gute Feuerkraft, sind aber ziemlich empfindlich, stelle ich fest. Vor allen Dingen, die machen Friendly Fire. Und davon eine ganze Menge. Leider. Was echt schade ist, weil das macht echt gute Einheiten kaputt. Friendly Fire. Warum hat er gleich zwei? Warum hat er gleich zwei? Das möchte ich gerne auch nochmal verstehen, warum er gleich direkt zwei hat, nicht ein. Also jeder andere muss für einen weiteren kämpfen und der hat gleich direkt zwei, oder was? Oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Versuchen wir mal, ob wir die aus der sicheren Entfernung vernichten können, ohne dass das Ding gleich angreift. Oh, alles klar. Sichere Entfernung können wir vergessen. Also müssen die Truppen nachrücken erstmal. So lang. Ja! Das ist gut. Hängt euch schön fest. Das ist sehr gut. Das hilft mir noch mehr. Das ist richtig gut. Wunderbar. Dann kriegt ihr nämlich gar kein Geld rein. Die Doofheit der KI ausnutzen. Das liebe ich am meisten. Oh, Mensch, schaffen wir direkt mal eine Mission in einer Stunde. Das wäre ja mal was. Ach, siehst du, das Ding ist nämlich auch schon leer. Das habe ich mir gedacht. Die ist auch bald leer. Ja, ja. Habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich mir nämlich schon einen weiteren geholt. Was? Aber wir brauchen auf jeden Fall mehrere Truppen, um so einen Gatling-Turm platt zu machen. Ja, siehst du, es geht doch. Es geht doch. Ja, ja, genau. Deswegen schicke ich euch ja dahin. Können sie von da aus sicher auf die Raffinerie schießen. Guck mal, wenn man das mal voll ausschöpfen würde direkt, ne? Und nicht gleich direkt. Oh Mann, das wird Gefluche, wenn wir die Mutanten spielen. Heidewitzka. Oh ja, das ist eine recht gute Quelle, siehst du? Komisch, je näher man am Feind dran ist, umso besser ist das Öl. Ist immer wieder spannend zu sehen. So, jetzt kriegt er nämlich gar kein Geld mehr rein. Das hat sich jetzt erledigt, das Thema. Die passen weiterhin auf, weil ich traue dem Gegner nicht. Vielleicht hat er ja doch noch irgendwo Notgroschen. Wer weiß das schon? Ich glaube, wir haben's. Ja, genau. Also wenn der jetzt da reinfährt, dann haben wir es. Und wenn nicht, ja, dann hat er da oben noch ein Kraftwerk sitzen, weiteres. Aber die Raffinerie gibt nicht mehr so viel. Ja, genau, fahr nach unten. Nee, da ist eine Waffenproduktion. Der baut immer noch Fahrzeuge. Also der ist gebunden daran, Fahrzeuge zu produzieren augenblicklich. Was ist das denn hier? Wieso stößt du so weit ab vom Schuss? Hast du keinen Bock oder was? Kein Bock interessiert dich. Hin da. Los. Setze mich im Arsch. Leckern Sie mich am Arsch. Das habe ich früher nämlich immer verstanden bei den Mechanobots. Leckern Sie mich am Arsch. Ich setze mich im Arsch, sondern lecken Sie mich am Arsch. Sehr schön. Ja, ja. Steht hier irgendwo ein Tankwagen gelangweilt rum? Nee, du sammelst noch. Erstaunlich, dass die Quelle so lange gehalten hat. Muss man ja ehrlich mal sagen. Das muss man wirklich mal sagen, dass die Quelle so lange gehalten hat, das ist richtig gut. Aber ich merke schon, wir brauchen weiterhin Anaconda-Panzer und diese Raketenwerfer. Das ist echt eine goldige Kombination. Jo! Ja, ein bisschen Öl kriegt er, aber da kann ich leider nichts gegen machen. Nicht solange der Turm da ist. Oh, das ist dann quasi seine Henkerslieferung. Fahr mal da hoch, bitte. Beziehungsweise nein, ich halte dich erstmal in der Hinterhand. Als Reserve. Du bist quasi meine eiserne Reserve, wenn man so will. Eiserne Reserve ist nämlich nie verkehrt, wenn man es kann. Wohlgemerkt, das muss man ja auch dazu sagen. Warten wir jetzt ab auf den nächsten Schub von Männern und dann geht's los. Bis dato kann er schön sein Geld die ganze Zeit für den Nachbau von Tankwagen verschwenden. Wenn er das nämlich nur für Tankwagen verschwendet, ja, ist ja gut. Wenn er das nämlich nur für Tankwagen verschwendet, dann ist es umso besser für uns, weil dann bekommen nämlich keine Einheiten mehr.
findest du schade, dass du keine Einheiten, keine Gebäude verkaufen kannst? Das finde ich ein bisschen schade. Da hätten sie ruhig noch was machen können. Weil möglich dürfte es ja sein. Weil guck mal, Conker geht's ja auch. Ja? Boah, die sind einfach alle rot. Sehr schön. Boah. Sind gut drauf, die Männers. Jawohl. Sehr schön. Hat sie zerrissen. Ist ja gut, Kollege. Aber das ist mal wieder eine recht erbauliche Mission. Wenn ich mal bedenke, wie es letztes Mal war. Letztes Mal war das eine richtige... Das war eine richtige arschige Mission. Das hatte ich bei... früher schon in den Kommentaren gelesen, dass es eine recht arschige Mission ist. Deswegen, also eigentlich hätte ich davon schon ausgehen können. Das ist eine richtige Scheißmission. Ne? Ich glaube, wir können gleich mal einen Angriff starten. Neun. Hat er hier also nur noch Abwehr, ne? Hat er seine Gatling-Türme? Wie heißen die Dinger eigentlich? Rotationskanon. Ja gut, du kannst so Gatling-Geschütz auch nennen. Soll heißen, keine neuen Fahrzeuge, keine neuen Typis. Was kann die Reparaturplattform dann? Irgendwas Spezielles muss sie ja bringen. Vielleicht mehr Geld? Obwohl ich das eigentlich eher von den Kraftwerken her... Das ist ja auch so eine Geschichte, hatte ich vielleicht angesprochen. Das wundert mich so ein bisschen, dass man die Kraftwerke nicht verbessern kann. Dass man da vielleicht gesagt hätte, ja, die Tankwagen können mehr Öl mitnehmen zum Beispiel. Oder was weiß ich. Eventuell wird tiefer nach Öl gesucht zum Beispiel. Solche Geschichten halt. Aber ich glaube, dann wäre ich immer noch bei Mission 11, wenn dem so wäre. Ich glaube, dann wäre ich ganz sicher noch bei Mission 11. Immer noch. Würde ich da immer noch hängen. Wenn ich da nicht vorher schon die weiße Flagge gehisst hätte. Also die Plattform schwächelt auch langsam. Die ist leer. Die ist tatsächlich leer. Fahrt hoch. Fahr hoch. Da ist genug Öl. Speichern wir gleich nochmal und dann setzen wir zum letzten Schlag an. Hoffentlich zum letzten Schlag. Der die dann endgültig in ihre Schranken weisen wird. Zumindest in dieser Mission. Bleibt da. Solange die anderen nicht da sind. Oh. Die werden gleich durch diese blöde Kanone gebunden. Aber die scheinen echt gut zu sein. Hat halt so ein bisschen... Ja, ist halt eine Gatling-Kanone, wie gesagt, ne? Warum sind die gleich direkt ganz vorne? Na, guck mal, da hat er nämlich noch ein Teil hier, siehst du? Da ist seine Waffenfabrik direkt. So. Jetzt hat er sich erledigt mit deinem Öl. Das war's, Feierabend. Du brauchst kein Öl mehr. Sehr schön. Hervorragend. Sehr geil. Das scheint doch ein gelungener Auftakt in die neue Session zu sein. Was mich nur wundert ist, wir haben bis auf ein paar wenige Missionen kein weiteres Mal die Alchemiehalle gesehen, ne? Schön. Wunderbar. Jetzt dürfte er hier noch ein paar Gatling-Kanonen haben. Aber er hat auch nichts mehr gebaut danach, ne? Sieht man ja, er hat nichts mehr gebaut. Ihr könnt auch dazu kommen. Wenn ihr aufgeregt werdet, ist es halt so. Ich merke schon, die Panzer stoppen die Rotationskanonen ganz gut. Ja, die Zange nehmen ist immer gut. Jo. Ja, würde ich mal sagen, dann war's das für die Mission. Sehr schön.
Oh, der ist ja gar nicht fertig. Ach, da hat er versucht nachzubohren, siehst du? Ja! Ja! Ereignisse stehen bevor, Commander, die schon bald über den Ausgang dieses Krieges um die Oberfläche entscheiden. Die Schabenfarmer vollenden ihre Angriffspläne. Mutantenführer versammeln sich in einer ihrer Hütten auf den Hügeln. Dort verkündet das Oberhaupt seine Schlachtpläne. Das war deren Zug. Ihr Zug wird sein, heranzukommen, um das Oberhaupt zu beseitigen. Ihre Truppe wird klein sein und sie müssen unauffällig vorgehen. Unnötige Aufmerksamkeit in dieser Lage wäre das Ende. Wir haben zwei auf das Oberhaupt angesetzte Teams verloren. Jetzt ist es ein Rennen, um die anderen Anführer zu erwischen. Los geht's! Oh je. Klingt sehr nach einer Nicht-Basis-Mission, ja, das habe ich mir gedacht. Speicher das mal unter Angriff. Eine Nicht-Basis. Was seid ihr denn? Heckenschützen! Ach! Ja? Okay! Guck an, ja. Heckenschützen. Schlage zu. Wenn wir aber neu das Heckenschützen mit Sturm... Ja gut, ich sag dann lieber nichts zu. Ich hab mir ja schon einen Riesenschnitzer bei Empire Earth erlaubt. Ich wollte nämlich sagen, ich kenne keine Schnellfeuer-Scharfschützengewehre. Aber es kann ja sein, dass es vielleicht Hybriden gibt, die sowohl als auch eingesetzt werden können. Das weiß ich nicht. Schön, dass die Heckenschützen auch schon direkt rot sind, instant. Ist auch interessant. Gut. Geld haben wir natürlich keins. Nee, ist klar. Brauchen wir ja auch nicht. Angriff. Los geht's. Was sagt denn die Missionsbesprechung? Chirurgischer Schlag. Das Mutantenoberhaupt trifft Vorbereitungen, um den Kriegsherrn der Mutanten seine Schlachtpläne mitzuteilen. Beseitigen Sie das Oberhaupt, bevor die anderen Anführer eintreffen. Gehen Sie dabei unauffällig vorher. Unauffällig. Ist klar. Los geht's. Oh oh. Monster Truck. Noch ein Monster Truck. Ach du Scheiße. Noch einer. Los geht's. Ja? Ja, werde ich die ja wohl ausschalten müssen, ne? Oder ist dann direkt meine Mission gescheitert? Wieso speichert ich das eigentlich? Dann merkt er sich sowieso nicht. Nein, ihr sollt, wenn, dann von der anderen Uferseite angreifen des Flusses. Oh, braucht ihr ja gar nicht. Müssen wir irgendwo einen Weg finden, wie wir unauffällig reinkommen, ja? Ach, guck mal, wir haben mehrere Teams. Ja, Leute, das müsst ihr mir sagen. Wir haben mehrere Teams. Alles klar. Kein Problem. Kein Problem. Schlage zu. Okay. Schlage zu. So ist gut. So ist gut. So kann es weitergehen. Wir haben zwei Teams. Ah, okay. Alles klar. Da haben wir die Teams schon mal zusammengeführt. Das ist schon mal ganz gut. Also dafür, dass die Mission blind ist komplett. Nicht schlecht. Bis hierhin schon mal ganz gut. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir weiter vor? Ich glaube nämlich, dass da oben vielleicht schon der Stützpunkt sitzt. Ist nur halt... Hier merkst du halt jetzt einmal mehr, dass eine Karte fehlt. Eine Karte würde so viel weiterhelfen. So. Unauffällig vorgehen, ja. Mhm. Wir sind doch sehr unauffällig. Trampel, Stapf. Ich verstehe zwar nicht, warum die jetzt unbedingt außen rumrennen müssen, wo sie es gar nicht sollen. Komm, Leute, was macht ihr da? Muss ich euch jetzt da einzeln durchschicken oder was ist da los? Och, Leutchen. Nee, ihr könnt da wirklich nicht durch, ne? Nee. Oh. Natürlich weiß er genau, wo wir sind. Er ist es doch zu kotzen. Warum weiß er ganz genau, wo wir sind? Das ist doch schon wieder so eine Geschichte, die muss doch schon wieder nicht sein. Das ist echt blöd, dass du keine Karte hast. Da bist du echt darauf angewiesen, okay, dass du irgendwie das per Zufall findest. Okay. Okay. Oh, jetzt den.
Er ist halb im Arsch gewesen, okay? Aber nicht durch mich. Los geht's. Kein Problem. Schon unterwegs. Ich glaube, das war echt schon mit der einfachste Weg, wa? Dann im Nachhinein stellt sich heraus, ja schade. Hättest du den Weg genommen, wäre es wesentlich schneller gegangen. Boah. Das war ja nicht das erste Mal, dass eine Mission länger dauert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, so viel mal dazu. Ich habe genau den falschen Weg genommen. Offenbar. Da steht nämlich eine MG-Stellung. Da wirst du also nicht wirklich durchkommen. Okay. Das ist ja dann wohl nicht so gut gelaufen. Ich frage mich gerade immer noch, woher der Monster-Truck auf einmal kam. Der Monster-Truck auf einmal herkam. Vor allen Dingen hoffe ich jetzt so ein bisschen insgeheim auch, dass hier vielleicht ein hübscher kleiner Bunker ist mit einem hübschen, netten, kleinen Wunderwaffe. Oder vielleicht mit mehreren Credits und einer versteckten Basis irgendwo, dass wir die vernichten können. Nein? Oh, schade. Man kann es ja mal versuchen. Ah, jetzt müssen wir erstmal schön querfeld einlatschen. Also der Weg war auf jeden Fall falsch. Aber wir haben ja bisher noch haben wir keine Truppen verloren. Mal sehen, wie lange das gut geht. Mission 12. Also wir scheinen uns langsam tatsächlich dem Ende zu nähern mit den Überlebenden. Das heißt, wir werden... Was machst du da, Kollege? Was machst du da für einen Scheiß? Ja, die werden wir wohl ausschalten müssen. Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei, leider. Aber die Scharfschützen haben ja eine gute Reichweite. Und die machen auch richtig Schaden. Die werden wahrscheinlich auch entsprechend teuer sein, garantiert. Ich glaube nicht, dass die zum Spottpreis zu haben sind. So. Da ist schon wieder eine MG-Stellung. Ah. Die haben echt eine geile Reichweite, die Scharfschützen. Alter Schwede, haben die eine geile Reichweite. Was machen die da? Speichere das nochmal unter Angriff. Den Turm. Ja! Ja, da kommst du nämlich nicht ran, ne? Das klingt schon interessant. Heckenschütze und dann sowas. Ah, die brauchen eine Weile. Okay, die müssen erstmal sehen. Aha, da ist... Wow. Ich wollte gerade trinken, da sind sie fertig. Okay, das sind ganz gefährliche Boys. Ich merke das schon. Warum habe ich dann die Raketen, die Rock Zeros? Wahrscheinlich, um das Gebäude eher platt zu machen. Alter, die sind richtig übel, die Heckenschützen. Die hauen richtig rein. Da hätte ich mal vorher... Oh, Monster Truck. Monster Truck. Einer von euch Heckenschützen, Jungs, muss mal bitte mitkommen. Kein Problem. Sehr gut. Sehr gut. Erstmal die einzelnen People da ausschalten. Jawohl. Den auch. Na? Ich glaube nämlich nicht, dass du... Ich glaube nämlich eher, dass du den unlockst, wenn du auf den schießt. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ganz genau. Junge, hat der Schaden genommen. Aber wenn es hilft... Einmal speichern, bitte. Dankeschön. So. Wo ist er denn jetzt, der Angeschlagene? Oh, der heilt sich. Sehr gut. Das war nämlich auch so eine Frage von mir, ob die, wenn die, ich sage jetzt mal Heldenstatus, weil ich weiß jetzt nicht, was die höchste Beförderungsstufe hier ist, dass die sich dann selbst heilen. Tatsächlich, die heilen sich. Sehr geil. Das ist cool. Ah ja, da ist die Basis. Kannst du den nicht einfach von da ausschalten, sag mal? Du kannst ihn auch provozieren und dann ausschalten. Ist mir auch egal. Hauptsache, du schaltest ihn aus. Kein Problem. Ja, so nicht. Ich höre. Kein Problem. Reicht schon. Ich rauf da.
Leute, was war das denn? Das war ja wirklich gar nichts. So, es geht jetzt spezifisch nur um das Hauptgebäude, ne? Kriegsherrn der Mutanten, seine... Beseitigen Sie das Oberhaupt, bevor die anderen Anführer eintreffen. Ja, gehen Sie unauffällig vor. Also noch hat keiner Alarm geschlagen. Also wir scheinen unauffällig genug zu sein.